Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, was ihr hier vor euch seht, das ist das Skrammer von Terrewe. Und wenn ihr euch erinnern könnt, dieses Messer ist nur mit einer Hülse oder Hülle gekommen, aus der das Messer leicht herausgefallen ist. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich sozusagen eine provisorische Befestigung für die Gürtelaufhängung fabrizieren und habe von einer Umhängetasche, die ich nicht mehr habe, den Schulterriemen gefunden und den habe ich einfach abgeschnitten. Ich mache das einmal hier auf, ich weiß, der Verschluss ist ein bisschen, ich ziehe das mal raus, so, es geht um die Scheide. Das heißt, ich habe hier den Riemen auf diese Länge abgeschnitten, hier eine Schlaufe gemacht und hier unten habe ich es mit der Heißklebepistole verklebt. Hier war eine Schlaufe für die Metallöse. Ich habe hier zwei Kabelbinder genommen, weil diese Plastikhülse des Skrammer hat nämlich hier zwei Ausnehmungen und an denen können sich die Kabelbinder abstützen. Ich meine, es ist jetzt nicht weiß Gott wie stabil, aber es hält doch die erwartete Belastung aus. Ich habe noch hier einen kleinen Kabelbinder darauf gegeben, damit das nicht zu weit hier auseinanderklafft. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch was Besseres einfällt, bitte mir in einen Kommentar schreiben. Mir ist einmal das auf die Schnelle eingefallen. So ist es an der Gürtel, kann man es am Gürtel nicht befestigen, weil das schlenkert hin und her und fliegt hinaus. Deswegen habe ich es hier dann auch mit einem Kabelbinder, den man natürlich wieder öffnen kann. Ich ziehe das einmal zu. Das rauskriegen ist dann schwieriger, aber das ist jetzt gut fixiert. Das heißt, wenn ich es mal so zeigen darf, das heißt, es hält so. Es hält wirklich ganz gut. Ich habe das ausprobiert, es ist stabil. Natürlich, mit dem braucht man beide Hände und es ist sehr fummelig zum Öffnen. Ich möchte das dann durch eine Art Klettverschluss ersetzen, aber das ist im Moment die schnellste Lösung gewesen. Wie gesagt, schnell, billig, einfach, weil die Scheide vom Skrammer kostet, was ich mich erinnern kann, um die 35 Euro, glaube ich, zwischen 30 und 35 Euro. Und das wollte ich mir ersparen, weil um dieses Geld habe ich schon mein M-Tech bekommen, weil das hat 35 Euro gekostet und ich meine, das ist mir lieber als eine Scheide nur für dieses Messer. Ende.